cazzo di... Ah. Sieht aus, als wäre das irgendwie aus einer, aus einem Krisengebiet aufgenommen worden. Wird gespeichert. Das Wasser kann ich nicht, das sieht auch nicht so lecker aus, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Falls ich irgendwas übersehe, sagt mir gerne Bescheid. Wir sind an den Docks angekommen. Nee, ich benutze das noch nicht. Ich schaue mich erst noch um. Macht mir zu denken, dass ich hier Signalfackeln kriege. Sagte ich schon des Öfteren, ja. Wie kann das? Ich nach dem Stream, ja, so sehe ich nach dem Stream aus, ey. Du kauer ich mich nachher ins Bett, ey. Lass das Licht an, keine Ahnung. Ey, ich komme hier nicht weiter, ich komme hier nicht weiter, deswegen. Ich drücke benutzen, aber es passiert nichts. Deswegen die Signalfackel hier. Ganz ehrlich, ne? Statt hier einfach drüber zu klettern, musst du hier erstmal einen Tank in die Luft jagen, ne? Weißt du? Hier fängt alles an zu brennen, aber gar kein Problem. Klettern ist zu anstrengend. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Du kannst auf manche Objekte klettern. Ah, ja.
Jetzt fängt es an zu klettern, weißt du? G&C Investments. Datum 19. Mai 1986. Betreff Jason Bertelli. Es wird vermutet, dass er den Sturz überlebt hat, aber später seinen Verletzungen erlegen ist. Der Verlust der Augen ist ungeklärt. Obwohl manche glauben, es könnte sich während des Sturzes ereignet haben. Die Ärzte wollten eine Autopsie durchführen, aber wir werten die Angelegenheit als Unfall und wenden uns anderen Dingen zu. Natürlich geht das so schnell und das hat auch kein Schlussschlagsventil, dass die Flammen da hinkommen. Ja, sicher, hallo, es ist ja easy going. Also, es geht noch weiter. Die Familien des Verstorbenen wurden benachrichtigt. Hallo? War logisch, dass man hier den Tank in die Luft, fein? Öl? Danke für den Tipp, Spiel. Bin ich nicht drauf gekommen. Verwende Signalfackeln, um dich zu schützen. Das gibt mir zu denken. Ist es schon wieder soweit? Nee. 26. Mai 1986. Unerklärliche Vorfälle auf Baustelle. Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die Dinge gesehen haben wollen. Auf die Frage hin, was sie gesehen hätten, haben einige geantwortet, sie würden Personen aus den Augenwinkeln wahrnehmen. Doch wenn sie sich umdrehen, ist niemand da. Kenne ich. Ein allgemeines Gefühl der Furcht und des Beobachtenwerdens scheint alle Arbeiter erfasst zu haben. Die meisten Beschwerden kommen aus der Nachtschicht. Dort haben Arbeiter sogar angegeben, sie hätten tatsächlich Personen im Konstrukteursbereich gesehen. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Charterboot fängt Feuer. 16. Juni 1939. Eine weitere Tragödie erschüttert New Kipling. Diesmal hat das Charterboot Compass Lily während einer Umrundung der Küste von Mid Island Feuer gefangen. Zu dem Zeitpunkt sollen sich 1342 Personen an Bord befunden haben. Letzten bestätigten Zahlen zufolge haben nur 332 überlebt. Die Überlebenden wurden sofort in das Mid Island Hospital gebracht und dort erst versorgt. Dort hat man sie auch nie wieder gesehen. Die Ölfässer in der Nähe sind unberührt? Ja, sicher. Geht nur durch den Schlauch, nur durch den Tank. Nur das, was kaputt geht, wo wir hätten durchgehen können müssen, das geht kaputt. Es war eine lange Woche und sie wird noch viel länger. Alle haben nach dem Bootsunglück extra Schichten gearbeitet. Niemand weiß mehr, was man sich noch sagen soll. Meine Schwester ist auf dem Boot gestorben, aber ich gebe trotzdem alles. Diese Patienten brauchen uns. Selbst jene, die nicht mehr als ausdruckslos ins Leere starren können. Selbst jene, die mit ansehen mussten, wie ihre Freunde und Angehörigen wegen eines Wahnsinnigen ertrinken und diese Albtraum immer wieder durchleben. Wir tun alle, was wir können, weil wir es müssen. Schwester Elizabeth Daniels. Charterboot fängt Feuer. 16. Juni 1939. Laut offiziellen Berichten wurde der Unfall wahrscheinlich durch ein Problem im Maschinenraum ausgelöst. Außerdem hat man festgestellt, dass alle Sicherheitsprotokolle völlig unzureichend waren und es mehren sich Gerüchte über den geistigen Zustand des Bootsmaschinisten. Der Eigentümer, der Compass Lee, bekräftigte sein tiefes Mitgefühl für das, was geschehen ist, und versicherte, dass von nun an die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. Datum 7. März 1933. Wir erhalten ununterbrochen anonyme Meldungen von besorgten Leuten, bei Leichen, die an das Ufer gespült wurden. Diese Berichten werden meist von Zeugen begleitet, die angegeben, dass die Verstorbenen Gefängniskleidung tragen, die mit der
mit der der Anstalt auf mit allem übereinstimmt. Aber jedes Mal, wenn wir an dem Ort des Geschehens eintreffen, sind die Leichen auf mysteriöse Weise verschwunden. Das Einzige, was uns erwartet, sind ein paar Krähen. Wir behandeln diese Anrufe bis auf Weiteres mit niedriger Priorität. Vermutlich sind es nur ein paar Kinder, die sich einen Schatz... Nun ja, ich glaube, das eher weniger, aber gut. Ah. Oh, Steam hat Verbindung verloren. Uno momento. Scheint wieder drin zu sein. Ja, das ist wohl das Bootshaus, das Feuer gefangen hat. There's no escaping fate. Ja, da will ich hin. Ich höre sogar ein Schiff. Kann ich nicht einfach mit dem Schiff kommen? Einfach zu den Lichtern da hinten. Ja, wir müssen jetzt in den... Wenn ich schon auf die Karte gucke, wir müssen jetzt in den fucking Wald. To the edge of the miraculous. Oh Gott, nee. Krähen, Mann. Lore, schließe dich. Ich? Okay. Natürlich auch. The exit, the end. Where is it, Sarah? Ja. Wenn du es gefunden hast, sag mir Bescheid. Nicht gut. Gar nicht gut. Do you feel it nearby? Feel it inside. Seine Nähe? Des Krähenmanns oder? Nur 6 Relikte, das macht es nicht besser. Oder? Wir kommen hier nicht durch, lol. Ich guck mir hier gerade mal erstmal nur das an. Anybody there? Oh, die funkelnde Stadt da hinten. Habt ihr schon ein Relikt gesehen? This way, that way, this way, that way. Alter, verarsch mich nicht! Ich wollte gerade sagen, das ist ein Geräusch, was in Ordnung ist. Und dann kam da am Ende noch so ein komisches... Uno momento, mal eben.
Ah, musste eben mal kurz Nase putzen. Ah, die Eule ist in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Aber wenn ihr einen Key findet, ne? So close and not so far. Ja, wir gehen gleich in das Haus. Ich will einmal komplett rumgehen. Will ein Bild davon machen. Und diesmal ist es kein Labyrinth, sondern einfach ein fucking Wald. Oh, ich glaube, ich laufe gerade auf den... Laut Map laufe ich, glaube ich, gerade auf den Ausgang zu. Aber man sieht sie nicht. Mein Motto, wenn ich sie nicht sehe, sehen sie mich auch nicht. Ja, ist ja gut. Alter, war die direkt vor mir gerade? Ja, komm, wir gehen ins Haus. Wenn alle Relikte im Haus sind, dann ist es okay. Wenn sie im Wald versteckt ist, dann kannst du ja ewig suchen. Ein Relikt. In time we ate that which we fear. Ein Relikt gesehen. Mehr Relikte habe ich nicht gesehen. Weites Relikt. Fackel ist weg. Ja, das Boot, da würde ich auch gerne drauf. Außerhalb vielleicht noch? Ey, 2 von 6, das kann doch nicht wahr sein.
Na egal. Darf ich jetzt? Danke. Die Bedrohung ist eh da. Stadtrat erwägt Ermittlungen gegen G und C Investment Corp. 14. Februar 1987. Auf Druck des liberalen Ratsangehörigen Anthony Wasserman hat der Stadtrat von New Kipling in Erwägung gezogen, Ermittlungen über die Sicherheitsvorkehrungen des bereits seit einiger Zeit in Konstruktion befindlichen Hospizprojekts von G&C, ich denke mal, das ist ein Und, Investment Corp auf Mid Island einzuleiten. Meine Nase. Das Projekt erlitt bereits drei Rückschläge, nachdem Bauarbeiter tödlich verunglückten. Ich bin seit 9 Jahren Mitglied des Stadtrats und noch nie ist mir ein desaströseres Bauprojekt untergekommen. Ein Gott, nee. G&C wurde bereits mehrmals wegen Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften belangt. Aber dieses Projekt stinkt zum Himmel. Ich bin fest entschlossen, dem auf Grund zu gehen, sagte Wassermann. Bei einer Tagung des Rats am Donnerstag ihm widersprach die Ratsangehörige Shirley Johnson, von mehreren Arbeiterverbänden aufgerufen wurde, sich der Abstimmung wegen ihrer Verbindung zu G&C Investment Corp zu enthalten. Bodentests führen zu neuem Desaster und Todesfall. 28. August 1987. Während der für die Ermittlungen bezüglich der Arbeitspraktiken von G&C Investments laufenden Bodentests auf Mid Island geriet der Bauarbeiter Wilson Warner unter ein Arbeitsgerät und wurde erdrückt. Mindestens ein weiterer schwerwiegender Unfall ist bekannt. Es wurden jedoch bisher keine Details veröffentlicht. Die örtliche Polizei hat Untersuchungen eingeleitet. G&C Investment hat sich noch nicht dazu geäußert. So, und nu? Ach, das war nicht das einzige Haus. Da hinten war noch ein Haus. Und in der Mitte ist so ein komischer Punkt. Geh nach rechts, muss ich. Immer schön auf den Boden gucken. Oh, nein, ich habe mich erschrocken und bin da reingerannt. Egal, jetzt können wir erst das andere Haus, Alter. Können wir erst das andere Haus, Gänsehaut, meine Beine. Ja, Dev, 5? Ne, 4? Dev 4 war das, ne? Halt ganz schön lange. Auf schwer, das, also du stirbst recht schnell, wenn du auf schwer spielst. Hä? Oh, so ja, verstehe. Hey, aber hey, wir haben alle 4 Leucht. Feuern wir. Leuchtfackeln. Wenn ich die nicht sehe, ist ja cool. Nein, wir hatten ja 2 Leuchtfeuer verwendet, also. Jetzt haben wir wieder 4 Leuchtfeuer. Signalfackel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. War noch 100 pro 13.
Hier ist kein Relikt. Ich sterbe echt hier an. Oh nein. Ich sterbe hier echt noch an Herzkasper. Hier ist ein Nagel. Wo ein theoretisch gesehen ein Relikt dran hängt. Ich hoffe, wir müssen ihn neu laden. Alle Vorarbeiter, bitte verstellen Sie die Arbeiter, dass morgen früh ab 09:00 ein Prüf- und Bewertungsverfahren der Bodengüter durchgeführt wird. Also 9 Uhr. Bitte wählen Sie zur Unterstützung 2 bis 3 Ihrer verlässlichsten Arbeiter. Alle anderen sind aufgefordert, die Baustelle zu verlassen und sich bis zum nächsten Morgen anzustempeln. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an das Hauptbüro. Vielen Dank, G&C Investment. Kann doch nicht sein, dass hier nur ein... Alter, Gänsehaut. Ein Relikt war. So, ich habe Warner und Morgan für das Begutachtungsteam ausgewählt. Sie werden mit der Pfahlramme den gelockerten Boden nach dem Test stabilisieren. Vorbei. Zwei Relikte, so wie eben auch schon. Irgendwo außen vielleicht? Hey, Alter. Happened.